Das Öko-Kinderhaus Bummi in Lauchhammer lud am vergangenen Freitag Kinder, Erzieher und Eltern zu einem Baumfest ein. Mehrere Gehölze und schattenspendende Bäume wurden gepflanzt. Ja, warum Baumfest? In den letzten Jahren mussten wir uns von den einen oder anderen Baum oder von Sträuchern verabschieden, aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es Sturmschäden oder aus sicherheitstechnischen Gründen. Und diese Stellen wollen wir wieder besetzen. Ziel ist es, die ökologische Vielfalt in unserem Garten zu erweitern, damit die Kinder auch in 20 bis 50 Jahren die Möglichkeit haben, Bäume hier vorzufinden, die ihnen Schatten spenden oder das ein oder andere Obst zum Ernten da ist. Unterstützt wurden sie dabei unter anderem von einer studierten Landschaftspflegerin. Ich habe an sich Landespflege studiert, bin hier im Kindergarten eine Spätberuf. Ne? Bin vor ein paar Jahren hierher gezogen, habe nach einem neuen Betätigungsfeld gesucht und habe in diesem Ökohaus eine Berufung gesehen und kann mich hier eben mit meinem ökologischen Gedankengut, mit meinem ökologischen Wissen wunderbar einbringen. Und das Baumfest ist jetzt für mich das Tüpfelchen auf dem i. Es ist also wirklich wunderbar, weil sehr vielen ökologischen Gedanken einfach Rechnung getragen wird. Was sind denn das für Bäume, die heute gepflanzt werden? Wir pflanzen in erster Linie Schattenbäume, sehr viele Obstbäume, wobei wir Wert darauf gelegt haben, regionale, ortstypische Sorten auszuwählen. Wir haben jetzt, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, auch Kontakt mit der Pomologie in Döllingen aufgenommen, die uns dahingehend auch beraten haben und auch unterstützt haben. Einige Familien haben sich selbst einen Baum ausgesucht und gesponsert. Ja, weil wir halt einfach auch einen Beitrag dazu leisten wollten und dachten, ja, so ein Birnbaum ist schon was Tolles. Und wir haben uns mit der Oma und der Uroma unterhalten und die sagten, Mensch, das ist eine tolle Idee, da tun wir unseren Beitrag auch dazu leisten und haben halbe gemacht und dachten uns, jetzt besorgen wir uns diesen Herbst, also diesen Birnbaum und ja, und haben den gesponsert. Und so wird dann die Birne. Alle, natürlich auch die Kinder, halfen mit, das gemütliche Beisammensein mit Lagerfeuer und Grillen vorzubereiten. Ein Höhepunkt war die Feuershow mit Mr. Kerosin. Das soll ein Dankeschön sein an alle fleißigen Helfer, weil ohne diese vielen fleißigen Helfer wäre es heute nicht möglich, dass wir 14 Bäume pflanzen, 12 Sträucher. Ich möchte den Anlass heute hier nutzen, um mich ganz besonders bei unseren Sponsoren zu bedanken, aber auch bei unseren Kindern, bei den Eltern, bei den Mitarbeitern, die zum Gelingen des heutigen Baumfestes beigetragen haben.